Jo, das war Schönes. Krass. Ja, geil. Schnalle. Die Form kenne ich nicht. Mittelalter. Ja, ist Silber. Yes! Ich dachte schon, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe hier immer überall irgendwie mindestens eine Silber. Och Mensch, du bist aber hier echt verwöhnt. Ist so, leider. Ich glaube, ich habe ein Fossil. Ja. Nee, ne? Jetzt echt? Ja, ja, das wie geil ist das denn? Sag ja, jetzt Muschelkalk. Mein erstes Fossil. Geil. Glückwunsch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind wieder mit dem Metalldetektor unterwegs und diesmal zu dritt. Heute mit dabei ist der Felix. Hi. Und Tara ist natürlich auch dabei. Wir haben hier heute eine wirklich interessante Fläche am Start. Vielleicht kann ja der Felix zwei, drei Sätze dazu sagen, was uns für Funde hier erwarten können. Ja, also wir sind hier auf einem Acker neben einem alten Gehöft. Das Gehöft bestand schon im Mittelalter, was dort drüben. Und hier haben wir alles Mögliche zu erwarten. Mittelalterliche Sachen, vielleicht sogar auch römische Sachen, neuzeitliche Sachen. Wir haben auch die Möglichkeit, eventuell etwas aus dem 16., 17. Jahrhundert zu bekommen hier, weil die Franzosen hier irgendwo gesessen haben und hier oben auf unserem Berg geschossen haben, zur Münterburg. Musketenkugeln könnten hier liegen oder auch irgendwelche anderen Teile. Ja, das hört sich doch wirklich gut an. Vielen Dank, Felix, dass ich da mit dabei sein darf. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und sehen uns dann beim ersten Signal. Leitwert 76. So, da haben wir erstmal Müll. Okay. Hier haben wir einen Oberflächenfund. Sehr alt sieht das nicht aus. Vielleicht um 1900 rum, höchstens. Kleiner Münzfund! Yeah. Sehr gut, sehr gut. Ich habe noch kein Glück. Muss mal ein bisschen vorsichtig sein. Kleine Kupfermünze, vermutlich ein Heller. Nur muss man mal gucken. Ja. Ja, sehr gut. Gucken wir uns später an. Kannst du dein Coinpad tun schon mal? Ja, Coinpad vergessen. Nein! Egal, ich hab so, das ist hier unser Fund. Ein Stiel vom Besteck, Löffel, Gabel, wie auch immer. Das ist wirklich ein sehr gutes Signal. Das könnte unsere erste Münze sein, würde ich mal sagen. Ja, mit Ansage. Das ist eine Münze. Die sieht tatsächlich alt aus, aber jetzt nicht außerordentlich alt. Aber ich denke auf jeden Fall vor 1870. So, dann schauen wir mal, was der Felix hier übersehen hat. Da wird 71. Eine Sackplombe. Ja, also die Muster da drauf, die wiederholen sich gefühlt alle hier in der Gegend. Habe ich schon mal in ähnlicher Form gesehen. Leitwert 47. Jetzt ist es Leitwert 50. Da haben wir was. Das ist auf jeden Fall ziemlich weich. Man kann das hier ganz easy biegen. Was ist das denn? Das ist leider noch ziemlich dreckig. Ah, hier sieht man eine Öse. Gut, das Objekt braucht, glaube ich, auch ein bisschen Liebe zu Hause. Dann kriegen wir es vielleicht hier raus. Ja, spannend.
Leitwert 74. So. Das sieht aber aus wie so eine Schraube oder so ein Verstellrädchen. Oder auch was ganz anderes vielleicht. Da haben wir doch schon mal eine Münze wieder. 10 Reichspfennig. Nee, 10 Rentenpfennig sind das. 1924. Die sehen immer sehr, sehr gut aus, wenn sie aus der Erde kommen. 83. Ja, der Felix war so nett und hat mir dieses schöne Signal hier überlassen. Dann schauen wir doch mal. Das ist ein Taschenmesser. Das wird wahrscheinlich so um 1940 oder ich denke, viel älter wird es nicht sein. Felix hat ein schönes Signal. Ja. Gucken wir mal, was es ist. Fein. Ein schöner, alter, heiler, gegossener Knopf. Arsenbronze. Ja. 1800 rum, ne? Plus, ja. Minus 100 Jahre. Ja, würde ich auch sagen. Immer schwer einzuschätzen, ne? Bei, ja, Knöpfen ist das immer so eine Sache. Naja, ab ins Täschchen. Super. Hier haben wir Leitwert 43. Schauen wir mal. Wir wollen auf gar keinen Fall hier Silbermünzen verpassen. Ja, aber zu 99% ist es halt Müll. Das ist ein schönes Signal. Leitwert 50. Und einen alten Knopf haben wir auch. So, wir kommen sofort wieder. Das ist auch ein schöner alter Gegossener, da ist leider die Öse ab. Ein Bauernknopf und der kann sogar 300 bis 400 Jahre alt sein. Leider keine Verzierung drauf. Ja, aber dafür eine schöne tiefgrüne Patina. So mag man das. Auf jeden Fall. Ja, schön. Da liegt was oben auf. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Irgendwelche Verzierungen hat das Teil auf jeden Fall. Das sieht aus wie ein Deckel, der aber aus Kupfer ist wahrscheinlich. Ja, der wird wohl bestimmt an die 100 Jahre alt sein. Hier sieht man noch das Scharnier. Hier ist der Kranz. Ja, das ist ein cooler Fund. Schön. Also ein richtig gutes Signal. Leitwert 83. Da haben wir es schon. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja, sehr gut. Wird ein Knopf sein. Auch schöne grüne Patina. Ja, eine ganz simple Ausführung. Trotzdem, wie ich finde, ein schöner Knopf. Ich habe gesagt, ich glaube, er hat Silber gerufen. Ich glaube, da liegt es gerade Silber mit an der Oberfläche. An der Oberfläche? Nein. Da bin ich doch lang gelaufen. Vorsichtig. Ja. Könnte ein Knopf sein. Oder ist das Dreck da oben? Das ist ein Knopf. Ach, schade, Mensch. Oder? Zeig mal. Ja, doch, da ist eine ganz feine Öse dran. Ja,
Aber sah schon nach Silber aus. Oh, ohne Witz. Naja, aber Pfund ist Pfund. Ja. Ab in die Tasche. Richtig. Da haben wir Wasser an der Oberfläche. Eine Sackblombe. Ja, die ist blank. Zumindest aktuell sehe ich nichts drauf. So, Leitwert 67. Und wie ihr seht, wir haben hier den Spot gewechselt. Hier können wir jetzt auch mal gucken, was es hier Schönes gibt. Der Felix hat hier schon nämlich steinalte Sachen gefunden. Hier haben wir Keramik. Oh, das glänzt schön. Ja, gehen wir auch bei der Archäologie ab. Ist ausdrücklich erwünscht, Scherben auch mitzunehmen. Ich würde mal behaupten, das ist hier ein perfektes Signal. 72er Leitwert. So, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das ist eine Münze. Tatsächlich. Sehr dünn. Auf jeden Fall vor 1870. Schöne grüne Patina. Da sieht man auf jeden Fall Buchstaben. Sehr schön. Die könnte wirklich interessant sein. Da müssen wir extrem vorsichtig sein mit dem Saubermachen. Wenn wir da einen Fehler machen, dann sehen wir danach gar nichts mehr drauf. Schön, das geht richtig gut los hier. Und die Sonne scheint. Jawohl, ne? Tara, hätte ich ja fast noch ein Leckerli unterschlagen, ne? Tara, komm mal her, für die Münze gibt es auf jeden Fall eins. Warte mal, was machen wir denn? Tara, mach böse. Böse. Hast du fein gemacht. Ich glaube, ich habe ein Fossil. Ja. Nee, ne? Jetzt ja. Echt? Ja, ja, das wie ist geil ist das denn? Ich sag ja, hier ist Muschelkalk, der ganze Ecke. Du findest hier ganz viele Fossilien, also nicht solche, aber andere Fossilien auch. Mein erstes Fossil! Geil! Glückwunsch! Und, ist sowas selten? Was denkst du? Also diese Form von Muschel, diese Herzmuschel, die sind schon eher seltener hier im Muschelkalk. Hier ist ja noch eine Muschel, wie du hier siehst. Das ist so eine mit glatter Oberfläche, die sind hier öfter. Krass. In diesem Muschelkalk drin. Manchmal hat man auch diese Müllersteinchen drin, das sind diese Glieder von diesen Pflanzen, diese Schachtelhalmglieder. Ja. 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 Also Sonnengehen ist sehr, sehr vielfältig, wie ihr seht. Beste Hobby, ne? So ist es. Schön. Na, schon draußen oder was? Kannst du einmal schwenken? Ja, hier irgendwo. Jo, das ist was Schönes. Krass. Ja, geil. Schnalle. Die Form kenne ich nicht. Mittelalter. Ja? Oder ist das eher von einem Hosenträger vielleicht? Nein. Ich denke mal 1500, zwischen 1500 und 1600. So, das spielt ganz gut in dem Tag. Hammer. Und schöne große auch. Ja. Stabil, nicht immer so filigraner Kleinkram, weißt du? Wo du die anpackst und du denkst, oh nein, gleich kriegst du die kaputt. Das könnte eine Sackblombe sein. Ansonsten habe ich keine Idee. Hier dürften wir was haben. Okay, das ist ein, ja, das ist auch ein Stiel von einem Löffel oder einer Gabel. Okay. Leitwert 82 jetzt. Gut. Oh, das sieht auch interessant aus. Da muss ich mal Felix fragen. Der kennt sich gut aus, ob das auch ein Fossil ist. Ich komme schon. Ah, er kommt schon, er hat mitgehört. Sieht auf jeden Fall auffällig aus. Also irgendwas ist damit auf jeden Fall.
Ja, das ist auch wahrscheinlich ist eine Muschel. Aber so wie eine Miesmuschel halt, ne? So siehst du, dann ist das, geht das bis hier vorne. Ja. Ne? Dann ist das hier diese Miesmuschel. Kann man das noch irgendwie bearbeiten? Also kann man das aufhauen oder was macht man damit? Du kannst ein bisschen sauber machen und dann sieht man, dass das hier schon deutlicher hervorschimmert. Ja. Warte mal, ich habe hier noch einen Stein eingesteckt. Das ist, glaube ich, ein Feuerstein. Ja, genau. Das ist eine Knolle. Knolle. Genau. Und das haben die, damit haben die gehandelt zum Beispiel, früher in der Steinzeit. Ne? Mhm. Weil es gab ja nicht überall Feuerstein. Feuerstein gab es immer nur da, wo die Endmoräne war, von der Eiszeit. Weil da ist das Ende vom Geschiebe. Ja. Und da liegen die Feuersteine. Ja. Und ansonsten, wenn es jetzt halt keine Endmoräne in der Nähe ist, die Leute hatten dann natürlich Pech. Womit sollten sie ihre Werkzeuge machen? Also mussten sie irgendwo herkriegen und dann haben sie gehandelt. Ne? Ja, komm, das wird alles eingesteckt. Warte mal. Alles rein da. Mit Weiß und Gelb und so, ne? Oh ja, der ist schön. Wisst ihr, sind die Steine schon interessanter hier als... Ja, hier, ich habe hier... Ich leg davon zu Hause. Ja. Hier hatten wir ja auch noch ein 80er-Signal, ne? Und ja, hier sehe ich auch unseren Fund. Ja, der Rand ist geriffelt. Das heißt schon mal neuzeitlich. Was haben wir denn? Oh, 10. Ja, sieht gut aus. Das sind 10 Pfennig. Welche genau, kann ich gerade nicht sagen. Ah, mit dem Krawalladler hier hinten drauf. Okay. Ja, die Zehner finde ich tatsächlich selten, aber der Zustand ist okay, würde ich sagen. Schon ziemlich fertig. Ja, aber nette Größe. Aber komplett fertig. Ja, ja. Schon bessere Tage gesehen. Da können wir wahrscheinlich nicht mal mehr erkennen, was es nachher ist. So. Uiuiuiuiuiui. 95. Also wenn das kein Müll ist, dann ist das bestimmt was Tolles. Da haben wir eine Münze. Oder nicht? Nein, das ist von der Schrotpatrone. Schade. Okay. Ja, Leitwert 70, glaube ich. Das sieht nach so einem Verstellrädchen aus vielleicht. Das könnte das Griffstück hier sein. Haben wir's? Ja, das ist eine Sackblombe. Ja, haben wir schon mehrere von gefunden. Das ist wieder eine Sackblombe. Die sieht auf jeden Fall anders aus. Das ist schön. Ein bisschen Abwechslung. So, hier habe ich jetzt Knallersignal, ne? 87. Mhm. Wird mal wieder Zeit für einen richtig schönen Fund. Ja, ich sehe Eisen und ich sehe was Grünes. Das könnte interessant sein, oder? Ich glaube, das ist alt. Felix, ich brauche deine Expertise hier. Komme. Erscheinen reicht. Was sagst du dazu? Das sieht schon mal erstmal interessant aus, zeig mal. Ne? Das ist Eisen und Kupfer, oder? Ah, ich muss dich leider enttäuschen. Das wird ein Granatsplitter sein, wo ein Stück Führungsband drin ist. Nein. Das hat auch noch so eine schöne Form, wie so irgendwie Schnalle oder so, ne? Ja, aber sie haben ja halt auch gekämpft am Ende vom Kriege hier in diesem Dorf. Aber ich bin mir zu 90% sicher. Das wäre echt schade. So, 72er Leitwert. Eine kleine Musketenkugel. Ist das die erste? Ich glaube ja.
Das ist wirklich ein tolles Signal. Das kann auch was Schönes sein. Oh, das könnte Silber sein. Ja, ist Silber. Yes! Endlich! Ich dachte schon, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe hier immer überall irgendwie mindestens eine Silbermünze. Och Mensch, du bist aber hier echt verwöhnt. Ja, ist so, leider. Ich finde nicht so oft Silber. Was ist das für eine? Weiß ich noch nicht. Lass mal einmal die Cam anmachen. Die ist viel besser für eine Aufnahme. Fahre aus! Hey! Nur Benni. Ja, die kommen doch zu uns. Die gehören zum Rudel. Nicht essen. Fahre aus! So, hier spielt die Musik Tara. Guck mal da. Alles gut. Das ist das rote T-Shirt bestimmt. Hast du ein bisschen Stil in dir? Tara, aus, bitte. Und was denkst du, was ist das für eine? Mindestens Silbergroschen, zwei Silbergroschen vielleicht. Oder noch älter. Ja. Weil die ist ziemlich dick für so eine kleine. Mhm. Deswegen könnte ich vermuten, das ist so Kaiserreich vielleicht. Ja, das sieht nach Silbergroschen aus, ja. Glaube ich. Ja, aber Silber ist Silber. Ist okay, alles gut. Freut mich. Wow, Tara. Das gibt ein Leckerli. Was wäre ich denn für ein Gastgeber, wenn es kein Silber gibt? Ja, oder sind wir nett? So, Tara, komm mal her. Habe ich denn überhaupt noch eins? Ich habe noch eins. So, bitteschön. Leitwert 80. Sehr vielversprechend. Ja, Felix hat jetzt auch gerade ein gutes Signal. Ist aber blei, ne? Sagst du gerade? Ja. Ja, irgendwie so ganz komisches Teil. Gut, haben wir mehr Glück? Na. Oh, auch eine Münze. Hey, ich auch. Nee, Knopf. Knopf? Ja, aber Alter. Ui, die Patina. Patina sieht richtig gut aus. 2 Pfennig. Hast du schon mal so krass leuchtend was? Das ist der gute Boden hier. Der gute Boden, ja. Bei mir kam nur eine. Das heißt nur ein schöner Knopf gegossen, aber leider abgebrochen. Ja. Dennoch alt. Und jetzt geht's wirklich los hier. Die Runde eigentlich zu Ende? Ja, ne? Die Goldmütze kommt, wenn dein Akku leer ist. Ja, genau. Signale werden hier immer besser. Das ist. Ja. Leitwert 80. Na? Was ist das? Das ist wie so ein Haken. So ein Koppelhaken oder wie? Ich meine, die sahen anders aus. Zumindest die, die ich kenne. Felix hat noch einen interessanten Fund. Tja, was das war, vielleicht eine Taschenuhr, alt. Vielleicht war hier so ein, hier war glaube ich der Pin. Ja, wirkt auf jeden Fall oder sehr halt dick, aber ja. Eine andere Idee habe ich auch nicht. Und innen drin ist halt so ein Eisenkranz, ja. Rost, knirscht auch. Wir werden es mal sauber machen. Ansonsten, falls ihr schon eine Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare. 74. Ja, das fühlt sich nach Knopf an. Jo, das ist einer. Ich glaube, so viele Knöpfe habe ich nicht gefunden. Ja, der ist schön. Der hat einen Stern drauf. Ja, auf jeden Fall ein schöner Knopf. Das war's für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ja, Felix, richtig coole Flächen hast du hier. Hat riesen Spaß gemacht. Das nochmal freut mich. Dankeschön dafür. Ja, gerne wieder. Ne? Also, liebe Leute, macht's gut. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.